Servus, Leute, was geht ab? Willkommen zu diesem wunderschönen Vlog. Du bist so ein unangenehmer Mensch, Alter. Petron ist gerade... Ruhe, ganz kurz. Petron ist gerade eine Minute hier. Was macht er? Lacht wie ein Esel, spuckt einfach alles voller Wasser. Digga, was ist mit dir, Mann? Machst du was mit Absicht? Ja, natürlich machst du sowas mit Absicht, weil du dumm bist wie sonst was, Mann. Machst du was mit Absicht? Leute, passt auf. Also, Folgendes passiert heute. Relativ spontan kommt heute der liebe Epics da nach Köln. Viele von euch kennen ihr vielleicht von manchen Aufnahmen mit mir, die eventuell nicht ganz so gut bei euch angekommen sind. Für mich ist aber wichtig, was das für eine Person hinter YouTube ist. Das heißt, ich kann mich mit ihm privat ganz cool austauschen. Deshalb kommt er hin. Wir wollen uns mal ein bisschen kennenlernen, ein bisschen abschnacken. Pat ist auch noch mit dazugekommen, weil er ihn kennt und ich Angst habe, mich alleine mit fremden Leuten zu treffen. Ich habe auch ein paar Videos aufgenommen. Patrick, fettes High Five. Und dein Finger an. Ja, okay, lassen wir das, Leute. Wir fahren jetzt schnell zum Bahnhof, holen ihn ab. Und damit würde ich sagen, herzlich willkommen zu diesem wunderschönen Vlog. Bevor wir das aber machen, kommen wir ganz kurz mit. Ganz schnell, wir müssen direkt los. Aber ganz schnell. Okay. Hallo? Dena? Ey, ganz kurz, ganz wichtig gerade, ne? Petrit würde jetzt dein Bürozimmer anmieten. Ja. Wo ist der Vertrag? Was? Ja, wo ist der Vertrag? Wir können ja wissen, aber auch noch Izzy und so weiter fragen, ne? Weil, warum Izzy? Ah, Izzy, Alter. Ja, Izzy. Wir müssen auch polizeiliches Führungszeugnis holen und so weiter. Und ich glaube, ja, gut, dann ist vorbei. Ja, komm, Petrit. Dann suche ich einen anderen Kandidaten. Kein Ding. Ich hätte nichts dagegen, von mir ist ganz einzig. Weil mein Haus, das mir das heute Morgen so vercrackt draufgestrichen hat, habe ich natürlich überall vorausschauenderweise medizinisches Band auf meinen Möbelstücken verteilt. Deshalb immer euch vornehmen, was zu beschriften. Und wenn ihr es nicht braucht und da nicht dann meine Finger schneidet, könnt ihr einfach damit eure wunderbare Verbandsstücke fixen. Schon viel besser, oder? Deckst du das zu? Nee, es kann sein, dass es ewig offen bleibt. Nein, ich meine, bleibt eine Narbe drin oder nicht? Ja, klar, bleibt eine Narbe drin. Ist ehrlich? Natürlich. Jetzt geht's zum Bahnhof. Ey, danke, Bro. Vielen Dank. Ich hab dir das billigste gekauft, was es gibt. Calippo Zahnschmerz. Das ist diese mit Herziger, das ist Marke. Calippo Zahnschmerz ist das, Bruder. Das tut direkt weh. Also, Jungs, passt mal auf. Mädels, Jungs. Wir sind jetzt gerade am Bahnhof und Pat und ich ist es gerade einfach aufgefallen. Wir haben keine Ahnung, wie wir den finden sollen, weil wir halt beide nicht wissen, wie sieht dieser Typ überhaupt aus. Deshalb werden wir jetzt am Bahnhof rumlaufen, die ganze Zeit schreien nach seinem Namen. So, Epicston! Ja, wollen wir das echt machen? Matteo! Wollen wir das echt machen? Nein, natürlich nicht, Alter. Wir suchen den jetzt und dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich im Auto wieder. Und dann gehen wir erstmal was essen. Ich zeig dir natürlich. Wir sind die Stadt, ne? Patrick natürlich auch, hier gebürtiger Kölner. Ich kenne mich in Köln mega gut aus. Ja, wahrscheinlich sogar besser als ich, Alter. Ich gehe nicht raus, ich spiele nur Fortnite. Ich würde sagen, Leute, auf dann. Heidegetreide. Gut, diese? Gutes Eis? Auch wenn Spahn auf geschmolzen will, ich, Digga. Auch gern. Wenn es komplett geschmolzen ist und wir draußen einfach, wie viel Grad haben wir gerade? -2. Und du isst Eis? Ja, moin! Jo, Patrick, würdest du mal kurz hier einen Euro reinwerfen, damit du das steuerst? Kannst du zwei Züge gegeneinander fahren lassen? Ja, Mann. Also nie gemacht, ich wollte das Kind immer machen. Du kannst D-Zug fahren. Willst du D-Zug oder ICE? ICE, ICE, oder? Das ist der ICE. Hier ist der ICE. Okay. Drück mal drauf. Oh, hab ich. Hä, wo geht das? Das riecht, ich hab nur umsonst. Hä, du kannst nur. Hä, das kannst, was kannst du machen? Langsam und schnell? Ah, toll, Alter. Hä, und jetzt kannst du damit nichts machen? Kann man da noch sein Geld zurückbekommen? Alter. Wir sind gerade was essen, Leute. Zwei sind natürlich auch schon da. Sag mal kurz Hallo. Hallo. Oh, und Petrit, Leute, hat gerade gesagt, stell das bitte nochmal genauso, wie es war. Er sagt, dieser Teller ist viel zu klein. Oder alles ist runtergefallen. Und Thomas nimmt es einfach runter. Petrit. Also Leute, um was klarzustellen, ich esse nur mit Messer und Gabel, weil ich mich in einem sehr... Erreicht. Yo, boy, was geht? Ja, na? Schau mal, wo wir gerade sind. Sieht geil aus, oder? Ja, ist echt nice. Petrit? Ja. Willst du wirklich? Geschlagen, ja. Willst du direkt diesem Klischee entsprechen? Ja. Entsprechen. Oh, okay. Die Epicstar und die Karte sind auch da, könnt ihr mal sagen. Hallo. Hi. Ja, wir haben die gerade abgeholt. Ja, schön, und, jetzt mal. Halt mal. Nee, dann. Kannst du den Bildschirm auch umklappen? Das Problem ist, weil ich habe letztes Mal geschlagen, der ist nicht so niedrig, aber passt schon. Ja, ist zu niedrig. Weißt du, man kennt das. Falls ihr euch gerade fragt, warum Matteo zensiert war, es hat seine Gründe. Weil er hat nämlich kein Gesicht, der ist ohne Gesicht auf die Welt gekommen. Genau. Oh, jetzt. Der sieht zu niedrig, Digga. Wie soll ich das schlagen, Alter? Ja, geht mehr. 900 machen wir. Nein! Oh, shit! Der ist viel zu niedrig, guck mal, wie groß ich bin. Ich schlag so und der ist hier, Digga. Ich bin seit langer Zeit noch mal im Laden, Leute, in Köln, wo wir richtig lange nicht mehr gewesen sind. Ich habe jetzt mal ein bisschen Billard gezockt. Habt ihr beide Bock auf Billard? Habt ihr Bock auf... Was? Gebrandmarkt? Moment. An die Hand. Okay, warte. Aua. Ich kann das. Er meinte, ich bin nicht gut im Billard. Warte, bevor du stößt. Die Kugel geht so. Warte mal, dein Stock, ja, so. Ja, es ist so passiert. Hä? Gib mir deinen Stock, du Kerl. Nein, das liegt daran. Das kann nicht sein. Okay, versuch mal. Wenn du es schaffst, ich bin Ehre. Oh.
Oh, nice one. Epic hat gerade gesagt, Leute, dass er diese Kugel da vorne reinmacht. Er hat es einfach okay, geschafft. Pass auf. Schauen wir mal, wie sie jetzt aussieht. Ich schieße jetzt die gelbe an und dann geht die rote da hinten rein. Er macht so krass, er hat so ein Place. Oh, das war nicht schlecht. Oh, was? Warte. Was? Geh rein, was? Geh rein. Was? Ein junger Gott einfach, der Boy. Wir führen nicht, wir liegen komplett hinten mit drei Kugeln. Patrick, jetzt komm bitte. Mach die rein und dann kannst du weiterspielen. Okay. Jetzt werdet ihr sehen. Jetzt werdet ihr sehen. Das ist unmöglich. Nein. Nein, der macht aber jetzt niemals. Mach die schwarze. Ja, nein! Warte, musst du rein. Ist das dein Ernst, Junge? Ist das dein verdammter Ernst? Junge, verschwinde aus meinem Blickfeld, Alter! Unverschämtheit! Ja, was soll ich sagen, Leute? Jedes Game, wo ich mitgespielt habe in dem Team, haben wir natürlich gewonnen. Das stimmt doch. Das stimmt aber. Ihr habt verloren, weil sie schwarze Kugel reingemacht hat. So einfach dieses Spiel. Jedes Spiel ist so einfach für mich. Fortnite, Minecraft, PUBG. Bin der Beste. Halt die Fresse. Was? Easy. Ich hab nicht gerechnet, dass du da noch draufhauen. Ich dachte, der kommt jetzt. Da hab ich die Opportunity gesehen, Bro. Was war das denn für ein Spiel, Alter? Was war das für ein Play, du gerade, Alter? Aber Patrick ist eher so einer, der gezielt spielt, nicht so draufbar. Ich dachte, das ist halt immer so. Weil wegen Billard gerade. Oh, 4-4. Nein! Das war aber lucky, das weiß ich. Das war wirklich lucky, Alter. Die 3 Sekunden hast du noch. Los! Oh mein Gott. Okay. Nein! Schnell. 20. Oh, oh. 17. Oh Gott! Sander! Aus Eichland, ne? Ja. Oh mein Gott, das ist ja. Nice one. Okay, warte, den nächsten Ding nehme ich mir. Bist du bei Team Spielkind jetzt? Ich bin sowas von bei Team Spielkind. Rennfahrer? Also mal mein Bild macht, du hässlicher Vogel, Alter. Jo, Digga. Wir fahren heute Katar, meine Freunde. Boah, ich fühle es einfach. Und geile Chai hast du auf jeden Fall, Leute. Werbungfreundlich. Was? Ah, das ist auch realistisch, oder was? Boah, ist das schwer. Oh, oh mein Gott. Das ist ja voll empfindlich. Oh, ist das schwer, Alter. Du Kanacke, Alter. Hast du so verdient, ne? Du hast das so verdient. Du Autist. Du machst die Bohnen nicht alle. Was soll das? Nein. Finish. Ich bin 15 davon 60 geworden. Geile Chaya, werbungfreundlich. Ja, wir haben jetzt gerade das Turnierweltmeisterschaft getroffen. Es geht gerade um den Verbleib von mir im UFO. Jetzt sehen wir Patrick. Patrick, kriegst du das hin? Okay, los geht's. Oh! Warte, wo ist das denn? Du musst nachladen. Oh! Oh. Alter, Digga. Okay, schafft ihr alle? Oh, okay. Alle war close. Okay, pass auf. Wir beide müssen jetzt eigentlich noch battlen. Alter, Mann, gegen Kanacke. Wer wird gewinnen? Ich schwör, Patrick, du bist der dümmste Mensch von allen, weißt du das? Ich bin voll schlau, Mann. Wenn ich will, kann ich euch alle zerstören, Alter. Mit was? Mit was willst du mich zerstören? Mit was? Mit meinem Wortschatz, meinem Intellekt. Oh. Schieß. Ja, okay. Oh. Aber das kann man toppen. Okay, jetzt kommt's. Yo! Vier. Genau 4! Was? Okay, Pelle, warte, wir machen ein Stechen, okay? Oh, ich will essen. Nach wie vielen Versuchen treffen wir den? So eine Kugel drin, glaube ich. Oh, ist das schwer. Kaiserschwer. Oh,
Die Dinger fliegen halt voll unpredictable. Ja, war das close oder nicht? Nee. Nee? Wo ist der gewesen? Links oder rechts? Keine Ahnung. Verdammt, Alter. Ja, gib mal einen Satz her. Jawohl. Ja, okay, easy, nice. Gut, wir müssen auf jeden Fall im Mofo bleiben. An dieser Stelle würde ich jetzt sagen, wir sehen uns vielleicht später nochmal wieder. Falls nicht, dann küsse Augen.